da gerade ein Topmodel von der Wintergresse, eben auch Barbara gerade genannt, gefunden. Ich habe euch das Ganze schon mal in einer großen Gesellschaft wachsen zeigen. Ich möchte es da jetzt nutzen, dass ich das nochmal herzeige. Schaut mal, die Grundblätter, die sind leierförmig. Ihr seht da diese Seiten aus Seitenblätter sind erstens variabel groß und auch in der Anzahl variiert das Ganze, wie viel das sind. Aber anwesend, da hat schon wieder abbissen, das war nicht ich, also diesmal bin ich echt unschuldig. Die gelben Blüten in diesen traubigen Blütenständen, wobei, schaut, unten schon wieder erste verblüht, oben noch knospig. Und die Stängelblätter, nein, ich reiße das jetzt nicht, aber ich mag das heute nicht mehr verbrauchen, sind komplett anders geformt. Eins vielleicht, schaut einmal, also das ist ein Stängelblatt und das da sind die Grundblätter. Einfach nur, weil es einfach ja, so alleinstehend und so ein Prachtexemplar, toll, toll, toll.